Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil 4. Ich bin immer noch auf eure Votings gespannt, übrigens. Aber das hat ja noch Zeit, weil ich glaube, Final Fantasy, das dauert noch. Und ich will die Projekte erstmal ausklingen lassen. Ich muss mal wirklich weniger Projekte haben. Das heißt auch, es müssen mal weniger interessante Spiele auf den Markt kommen. Ganz ehrlich. Ah, hier ist was zum Speichern. Achso, dann gehe ich mal da rein. Ist bestimmt noch mehr als nur Speicher. Ja, Drogen. Speichern. Und sonst wirklich nichts. Aber ihr könnt euch gefasst machen, hier gibt es wirklich nur einiges zu machen, fällt mir so ein. Wir sind ja erst 5-1. Es gibt sogar noch ein letztes Kapitel. Ja, so viel verrate ich euch noch. Aber trotzdem verrät das nichts von der Länge. Ganz ehrlich, ich will euch noch lange genug unterhalten. Also das Spiel ist, finde ich, mit Abstand eines der längsten Resident Evil, die es gibt. Scheiße. Nee, nicht hier. Sieh dir doch all diese Instrumente an. Ja, ich sehe es. Das ist voll instrumental, ne? Ich habe Angst zu öffnen. Das ist einer der ganz besonders harten. Schieß! Na los! Ah, habt ihr das gesehen? Der hat sogar noch einen auf dem Rücken. So. Und tschüss! Bam. Den hat's weggesplattert. Wells Lagerraum Schlüsselkarte. Yay. Und hier ist Munition. Lagerraum Schlüsselkarte. Moment mal. Heißt das etwa, dass dann hier jetzt. Ich gucke mich aber hier noch ein bisschen um. Ist das rotes Kraut? Es ist rot! Ja! Endlich! Nach so langer Zeit haben wir auch mal wieder ein rotes. Ey, die sind echt rar. So wie der Gott. Rar, das versteht ihr. Ja, ich glaub schon. Ja. Ich laber wieder mal nur Scheiße. Ah, das kann ich öffnen. Das. Ja, klar, tun die Munition so verschließen, ist klar. Und hier liegt so frei rum, ne? Kann man das hier öffnen? Nö. Ist keine Munition drin. Alter. Ich fühle mich hier so voll Drogen-Junkie-mäßig, weil ich ständig diese Kräuter nehme. Ich weiß auch nicht, ist irgendwie witzig. Was? Hier geht's zu einem Händler. Jetzt verstehe ich, wo ich bin. Welcome. Welcome. Yeah. Gib mir dein Zeug. Ich habe was Schönes für dich. Ein Smart. Haben, ich gebe dir das. Ach stimmt, ich wollte das Schrotgewehr. Als nächstes 20.000, 25.000. Das ist ja nicht mal viel. Is that all, stranger? Jetzt noch das und dann das Spezial. Alles tunen können wir wahrscheinlich nicht, aber das Schrotgewehr ist mir immer noch am wichtigsten. Und ich denke mal, dass wir das wahrscheinlich auch können. Noch in dem Projekt. Aber das Projekt ist ja dann noch nicht zu Ende. Ach, scheiße, ich muss ja noch weiter. Da gibt's ja noch mehr. Secret Scene. Ich
glaube, diese Szene, die jetzt kommt, die kann man auch mal übersehen oder so. Oh, sogar ein gelbes Kraut. Das verwahre ich mir erstmal, bevor ich es kombiniere. Bin nämlich nicht ins Menü. So, hier haben wir jetzt einen Funkturm, von dem aus wir Signal senden. Ich hasse Scheiben hier. Die sind nicht mal richtig gepuzzelt, obwohl doch, man kann richtig schön durchgucken, ey. Alles andere total versifft, aber die Fensterscheiben glasklar. Ja, jetzt sind sie noch klarer, schöne durch. Also kann man schöner durchgucken. Was ist, ja. Oh, ja. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Damn. So, da haben wir jetzt einen Funkspruch losgelassen. Die Funksignale ist unterbrochen. Ich kann kein Team mehr. Ich kann mein Team nicht erreichen. So, schon scheiße, aber auch. Und ich find's genial, ich kann das Mikro stumm stellen, ohne dass so ein scheiß Störsignal mich nervt. Ich brauche also nicht mehr Störsignale rausschneiden. Wisst ihr, was das für Arbeit mir wegnimmt? Ich kann viel schnell jetzt rendern. Das heißt, ich kann auch viel mehr aufnehmen. Aber ich nehme ja schon eh so viel auf. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Immerhin sind noch sehr viele Parts mit dem alten Mikro. Und ich bin froh, dieses Mikro zu haben. Ohne Scheiß. Das ist zwar kein Fehlkauf. Ganz sicher nicht. Wo gehe ich hier lang? Ich könnte mich hier jetzt selbst in die Luft jagen. Mach ich mal. Ich glaube, das Scharfschützengewehr, das benutze ich jetzt nicht mehr für andere Gegner. Weil ich will das Visier nicht immer wechseln müssen. Oh, hier ist noch Sturmgewehr-Munition. Und dann gehen wir mal hier raus. Wir wollen ja die gute alte Ashley nicht allzu lange warten lassen. Okay. Mist, 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 Mist. Na komm, stirb. Alter! Okay, das war einer zu viel, meine Freunde. Das war definitiv einer zu viel. Alter! Okay, das war einer zu viel. Alter! Ich treffe noch jeden Schuss. Jeder Schuss ein Treffer. Und hinterlassen nichts, diese feigen Ratten. Warum feige? Ach stimmt, weil sie mit Fallen schießen. Jetzt habe ich mal im Moment den Zusammenhang nicht verstanden, den ich hier brabbel. Stromkabel. Ich habe so eine böse Vorahnung. Was jetzt auf mich zukommt. Nee, nee, nee. Hä, kein Gegner? Nichts? Merkwürdig.
Das wundert mich jetzt aber gerade. Ich hab doch die Schlüsselkarte. Ah. Hä? Nee. Fragezeichen. XY ungelöst? Was ist hier nur los? Man weiß es nicht. Ich weiß es selbst nicht. Kein Gegner mehr? Ashley? Ups. Bin zu weit. Viel zu weit. Jetzt verstehe ich's. Oh, scheiße. Viel zu weit. Jetzt habe ich's verstanden. Klar, Ashley ist weiter da drüben. Puh. Auch heute ist es irgendwie so komisch warm. Ich glaube, ich muss mal die Fenster in meiner Bude öffnen. Aber man sagt ja immer, das lässt die Wärme rein und das ist so. Man kann nicht mal lüften. So, hier war ja Ashley. Stimmt ja. Ich muss sie hier rausholen. Ja, aber wie? So, Leitungsschlüssel verwendet. Bam! Leon! You okay? Come on, let's get out of here. Und das war's von diesem Kapitel 5.1. Jetzt kommt Kapitel 5.2. Mit Ashley rumlaufen. Mit Ashley laufe ich so gern rum wie mit Fußpilz. Nämlich gar nicht, obwohl ich hatte noch nie Fußpilz. Ich wasche meine Füße immer ordentlich. Also, blöde Ashley. Nein, liebe, nette Ashley. Oh. Ein Papierflieger. Mit einem Kussmund. Ach, wie süß. Da kann's ja nur feiner sein. Und zwar, Papierflieger von Ada. Vielleicht hast du es schon gemerkt, aber du kannst durch den Müllschacht fliegen. Lieben netten, ja, schönen herzlichen Dank auch. So, jetzt nehme ich wieder mein schöne TMB. Yeah, let's rock. Scheiße, voll viele Schüsse daneben. Oder eher gesagt in seinen Metallpanzer oder was das auch immer ist. So, Kopf gefetzt. Alter, dir wächst kein Kopf. Stimmt. Das ist ein Insekt. Alter! Ihr wollt mich natzen. Alter, du stirbst jetzt auch. Und es blubbert wieder. Ja. Ich stelle mich nie auf beschäftigt in Facebook, weil... Ach, Facebook ist schon... In Skype, weil... Warum? Ist ja meistens nur einmal blub und dann nie wieder. Weil da muss ich erst zurückschreiben, bis ein neuer blub kommt. So, hier ist es ganz schön gefährlich eigentlich mit diesen ganz schlimmen vielen Leitungen da. Ah ja, jetzt ist noch. Oh, ich hab's abgefangen. Alter, nein, nein, nein! Ich dachte, nein! Aber mit der Pistole bin ich eigentlich recht gut. Du Arschloch! Genau du! Deine Hackfresse! Deine Hackfresse, Junge!
Ich rüste mich lieber mal mit der Schrotflinte aus. Boah, wir haben da so viel Munition für. Ach stimmt ja, öffnen kann ich sie nicht. Ah, drücken wir den Schalter und zack, kommt eine Armee der Finsternis. Au! Kommen noch mehr? Ah ne, nur der Typ. Der kann nicht mal auf den Beinen bleiben. Ich sag's ungern, aber wir haben nicht gerade viel Überlebenschancen mit diesem Leben, den wir gerade haben. So, damit überlebt es sich leichter. Komm, Ashley. Ah ja. Ich weiß zum Glück immer, was kommt. Blind wäre dieses Projekt wahrscheinlich ein bisschen witziger, weil ich dann auf jeden Fall Panik schieben würde. Wegen diesen Regenerator, was auch immer. Looks like this is it. Oh, it stinks. Sure does. No way, Leon. Way? Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You... What is this? Come on, let's go. So. Scheiße, wo habe ich meinen Controller hingelegt? Nein, es lebt noch. Nein. Scheiße. Bevor es auf mich zugekrabbelt kommt. Oh, leck. 20.000. Komm, geh da rein. Schieben. Bin ich zu schwach für? Na super. Muss ich das Mädel doch wiederholen. Okay, schieben wir. Und dann versteckst du dich halt hier drin. Beine schießen? Was? Da war doch noch auf dem Rücken einer! Den hab ich doch nicht erwischt! Du willst mich doch verarschen, Junge. So, ja, mal wieder. Boah, 20.000. Komm, Ashley, Süße. Das müssen wir noch wegschieben. Ja. Und jetzt sind wir hier wieder in... Wo sind wir hier? Ah ja. Och, das wird ja immer lustiger. Diese Stelle.
Boah, den habe ich den Kopf von hier hinten gefetzt. Das ist eine Kunst. Oh Mann, das wird jetzt der Horror. Nee, das sind keine Kisten zum Zerdeppern. Aber das. Geschosse und Schrot. Ah, und ich sehe da hinten schon wieder Lava. Warum tut ihr mir das an? Warum? Okay, hier runter. Ashley, kommst du? Look, there's a gate here. Da ist ein Tor. Und da sind Gegner. Und du kommst mal eben ganz schnell mit. Ganz schnell. Scheiße. Das wird jetzt heftig. Umdrehen und schnell schießen. So, prüfen. Da ist eine Schalltafel für die Abrissbirne. Wer betätigt sie? Ashley. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass mir und Ashley nichts passiert. Scheiße, scheiße, mir passiert eher was. Oh. Von da kommen sie zum Glück nicht. Au! Von hier aus mit dem Scharfschützen. Alter! Alter, du Pisser! Alter, die treffen auch immer von da. Das wird nicht einfach. Na super. Die wollen unbedingt, dass ich mein grünes Kraut verschwende. Der eine muss nachladen oder was auch immer. Alter! Alter, hier ist kein Kopf gewachsen. Das ist ein verflixter Tumor. Die Arme. Mit Tumor ist wirklich nicht zu spaßen, aber das sieht jetzt ekelhaft aus bei denen. Und der Ansturm scheint noch nicht vorbei zu sein, oder? Was habe ich denn da freigemacht? Scheiße! Die Tür. Nee. Hä? Ach, diese Tür. Dann lass uns mal weitergehen, Ashley. Aber hier beende ich den Part und wir sehen uns im nächsten. Also beim nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.